Halt! Das war aber auch eine sehr gute Aktion. Du hast mich unter Puppe gequält, ne? Erraten. Heute wollte ich mal gewinnen. Na, das hat sich aber gelohnt, oder? Blaue Flecken werde ich kriegen. Was denn? Hat so weh getan? Nee, weiß auch nicht. Bauchschmerzen? Schon wieder vorbei. Hey, das war Touché. Was nicht? Das hätte ich doch gemerkt. Dann machen wir lieber Schluss für hey, heute. Hey, was ist da los? In 5 Tagen ist Meister. Was doch? Ihr wollt uns doch qualifizieren, ja, getroffen, oder? Ich hab's doch gesehen, ja, und du weißt es auch. Was geht dich das denn an? Hör mal, dies ist auch immer die gleiche Masche, hä? Huh? Stellst nur gegen 4 Jüngere an, weil du glaubst, dass du gewinnst. Und wenn du doch verlierst, dann schüttest du deinen körperlich schwächeren Gegner ein und machst ihn mundtot. Du bist so scheiße, weißt? Guck doch weg. Lass uns in Ruhe trainieren. Nein, guck weiter zu. Es war jetzt schon das 3. Mal, dass er es nicht zugibt. Hey, 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 du spinnst wohl. Hör auf damit. Hey, ihr drei. Was ist da los? Tim hat eindeutig gewonnen und Ronald gibt's nicht zu. Vergiss es, die Kleine hat einen schlechten Tag. Oder mehrere. Das können wir ja leicht überprüfen. Aber diese Runde bin ich mit dabei. Mensch, warum hängst du dich doch immer so ein? Fertig, los! In 3 Tagen ist Meisterschaft. Wenn alle so denken würden, würden nur solche Arschlöcher wie Ronald zum Zug kommen, ohne mich. Halt! Was haben wir diese Woche? 2 Nierenoperationen, 1 Leistung. Ja, du, da könnte ich ja glatt mit übers Wochenende nach Berlin kommen. Ja. Du, ich freue mich wirklich, Tonja zu sehen. Also, ich hätte eigentlich jetzt einen Begeisterungssturm erwartet, aber das finde ich jetzt irgendwie. Ich weiß doch, dass das dein gemeinsames Wochenende mit Tonja ist. Es kommt doch irgendwann unser Wochenende. Bestimmt. Herr Doktor? Ja. Ein kleines Mädchen wird gleich eingeliefert. Ist gut. Da wolltest du dich abseilen. Dir tut der Magen weh. Ja, oh, wird immer schlimmer. Dann hat deine Mutter genau das Richtige gemacht und den Notarzt gerufen. Das ist nicht meine Mutter. Das ist meine Erzieherin aus dem Internat. Oh. Naja, dann hat die das richtig gemacht. Was hast du denn gegessen? Naja, also das Essen im Internat entspricht in einigen Punkten nicht ganz den EU-Richtlinien für menschenwürdige Kost. Oh, ich hätte Flüchtling werden sollen. Jetzt machen wir erstmal ein paar Untersuchungen und dann sehen wir, was dir fehlt. Wir geben Ihnen Bescheid. Wir sehen uns Montag. Also irgendwie bist du komisch. Ist was nicht in Ordnung? Weiß auch nicht, mir ist schon den ganzen Tag so ein komischer Typ gefolgt. Soll ich dich lieber nach Hause bringen? Nee, ich bitte wahrscheinlich nur ein. Ich bin doch nicht der Wohltäter der Menschheit. Wenn das Auftragsvolumen zurückgeht, müssen wir uns eben von Mitarbeitern trennen. Das war's. Aber so einfach geht das nicht. Kommen Sie mir nicht mit Härtefällen. Es gibt noch einen Tarifvertrag. Tarifvertrag? Sie sind Jurist. Wozu habe ich Sie eingestellt? Bitte sehr, ich kann den Siebdruck auch ganz dicht machen. Da gibt's billigere Lösungen. Sie haben 2 Tage Zeit. Haben wir es verstanden? Jawohl. Wann ist der Termin mit dem Staatssekretär? Um 1. Das ist der einzig wichtige Termin heute. Alles andere absagen. Okay. Wandmann. Wir haben Ihre Tochter. Moment. Ja? Fahren Sie zu Ihrem Haus am Rhein und bringen Sie 200.000 Mark mit. Dann gehen Sie runter ans Ufer zum Bootssteg. Sagen Sie mal, ticken Sie noch richtig? Ich habe keine Zeit für Scherze. Wir machen keine Scherze. Wir haben noch weniger Zeit als Sie. Wir geben Ihnen 1 Stunde. Keine Polizei und keine Tricks. Ich habe Sie voll im Visier. Ein falscher Handgriff und der Picasso hinter Ihnen. Keine Mark mehr. Stellen Sie sich das vor. So viel Bargeld. Das habe ich nicht im Haus. Ich müsste erst zur Bank. Sehen Sie in Ihrem Schreibtisch nach. Oder Tempo.
Moment, Moment. Ich will meine Tochter sprechen. Sofort. Wenn Sie mit dem Geld am Rheinufer sind, bekommen Sie ein Lebenszeichen. Nein, sofort. Wenn Sie meiner Tochter etwas antun, dann... Wie alt bist du? 10, warum? Weil du für sowas eigentlich noch viel zu jung bist. Wieso? Was habe ich denn? Alzheimer? Nee, Gastritis, also eine Magenschleimhautentzündung. Ich weiß, was eine Gastritis ist. Unten beginnt das Magengeschwür. Hier, sowas haben eigentlich nur Manager und Politiker. Müssen Sie mich operieren? Nee, das kriegen wir auch so wieder hin. Und wie lange dauert das? 2-3 Wochen. Oh Gott, ich sterbe. Aber von unserem Essen bestimmt nicht. Wachmann. Wachmann? Ja. Kommen Sie runter zum Vater. Was ist mit meiner Tochter? Ich will mit ihr reden. Sobald wir das Geld haben, bekommt sie ihre Tochter zurück. Papst, bitte mach, was ihr ihr sagt. Jessica! Sehen Sie das Modellboot? Legen Sie das Geld rein. Um 13 Uhr sagen wir Ihnen, wo Sie sie finden können. Internatszimmer ist sicherlich schicker, aber... Logo, meine Eltern sind für 3 Jahre in Burma. Da geben die mich doch nicht beim Roten Kreuz ab. Ich hoffe, du gewöhnst dich trotzdem dran. Gibt's hier Faxanschluss und Telefon? Also eigentlich sind wir hier im Kinderkrankenhaus. Was die Leute nur vor Vorstellungen von Kindern haben. Falls du deine Eltern mal dringend in Burma anrufen willst, unser Chefarzt schaufelt dir sicherlich eine Leitung frei. Sie können ja schon mal vorwarnen. Mach ich. Ciao. Ja, kommen Sie schnell. Ich jogge hier immer, da habe ich Sie gesehen. Sie war mit den Händen nach hinten an den Baum gefesselt. Mit Klebeschlag auf dem Mund und einer Mütze auf dem Kopf. Ich bin dann rüber zum Forsthaus. Die haben Telefon. Aha. Wie geht es dir? Ich hab euch auch. Hol die Trage. Halt die Beine fest. Und ruf die Polizei an. Wir fahren dich in die Klinik. Du kommst am besten mit. Die Kripo wird dich sicher noch was fragen wollen. Das ist sehr schlimm. Oh, das werden wir bald wissen. Herr Bandmann, der Herr vom Bundesamt wartet draußen. Schicken Sie ihn zum Teufel! Wenn Sie meinen. Ja, wo ist meine Tochter? Was wär's da? Polizei? Ja. Wo bringen Sie sie hin? Gehldorf Klinik? Ja, ich komme sofort. Und? Mädchen,
Kind ist entführt worden. Wie heißt du denn? Schätzchen. Hat man dir was angetan? Verletzungen? Keine äußerlichen. Aber sie klagt über Schmerzen im Unterbauch und Übelkeit und hat erhöhte Temperatur. Wie lange wurdest du festgehalten? Nur ein paar Stunden. Gut, Ultraschall Notfalllabor. Der Junge da hat sie gefesselt im Wald gefunden. Du bist ganz blass. Das war sicherlich ein Schock für dich. Jetzt erholst du dich erstmal von der Nein. Aufregung. Nein, ich muss noch auf die Polizei warten. Kommissar Kressler von der Kripo. Bist du der junge Mann, der hier dazugehört? Mhm. Dann möchte ich dich bitten zu warten. Wir haben noch ein paar Fragen. Kommissar Kessler von der Kripo. Moment mal, lassen Sie uns jetzt bitte. Ihre Hilfe, um die Täter zu fassen, brauchen wir Ihre Hilfe. Lassen Sie uns das Mädchen in Ruhe. Zwei, drei Wagen. Mensch, das hat doch jetzt keinen Sinn. Ich weiß nicht, die Namen von Ihnen. Sie sehen doch, in was für ein Zustand das Mädchen ist. Können wir sie jetzt untersuchen? Wenn wir alle Berge sind. Wir brauchen Hinweise. Okay, das ist ja die Ohren, das ist der Junge. Eine Frage bitte. Nein, keine. Tut das weh? Ziemlich. Druckschmerz über McBurney-Punkt mit dezenter Abwehrspannung. Psoas positiv. Was sagen die Blutwerte? Erhöhte Leukos. Akute Appendizitis? Bingo. Du hast eine Blinddarmentzündung. Nichts Tragisches, wenn wir sofort operieren. Operieren? Blinddarm. Ich jogge da immer. Und dann habe ich ein Geräusch gehört. Was für ein Geräusch? Hat sie um Hilfe geschrien? Naja, eher gestöhnt. Sie hatte ja einen Klebestreifen auf dem Mund. Mhm. Ich bin dann hin und hab den Strick durchgeschnitten und die Mütze vom Kopf genommen. Meine Tochter ist hier eingeliefert worden. Bandmann, Jessica Bandmann. Ja, die liegt im Untersuchungszimmer. Das ist den Gang runter und dann rechts. Danke. Herr Bandmann? Ich habe jetzt keine Zeit. Wir sind von der Kripo. Haben Sie die Schweine? Warum haben Sie nicht uns informiert? Ich muss zu meiner Tochter. Rufen Sie mich an. Er läuft an sich weg. Das geht leider nicht anders. Hey, das ist eine Kleinigkeit. Gut, alles für die OP vorbereiten. Geht klar. Sie können jetzt nicht hinein, warten Sie bitte draußen. Die Fesseln durchgeschnitten, sagst du? Du hattest beim Joggen ein Messer dabei? Ein Schweizer Messer. Kann ich mal sehen? Klar. Eine Entführung, das ist ja wirklich eine Sache. Bloß gut, dass sie dich haben laufen lassen. Als sie die Kohle hatten, haben sie mich in einem Wald ausgesetzt und mich an einen Baum gefesselt. Wie, Moment mal, waren das zwei Männer? Ich glaube schon, aber ich habe ja nur die Stimmen gehört. Die haben mir ja sofort die Mütze übergestülpt und mich in ein Auto gezerrt. Na ja, Gott sei Dank haben sie dir nichts angetan, zumindest körperlich nicht. Trotzdem wirst du einige Zeit brauchen, den Schock zu überwinden. Also wenn du reden willst, zeig mal deine Hände. Keine Abschürfungen, keine Einschnittspuren an den Gelenken. Da hast du aber Glück gehabt, dass dich so schnell einer gefunden hat. Was ist mit meiner Tochter? Haben diese Verbrecher ihr was getan? Ihre Tochter hat eine akute Blinddarmentzündung. Blinddarm? Aber wieso? Heute Morgen war sie doch noch in Ordnung. So etwas entwickelt sich mitunter sehr schnell und ohne vorherige Ankündigung. Übrigens, der Junge dort, der sie gefunden hat, ihm ist es zu verdanken, dass wir sie rechtzeitig operieren können. 2 Stunden länger und sie hätte möglicherweise einen Durchbruch erlitten. Ja, schon gesehen. Die Kripo ist bei ihm. Gibt's denn schon eine heiße Spur? Mein Geld kann ich wahrscheinlich in den Wind schreiben. Ja, Hauptsache, Jessica hat's überstanden. Da haben Sie auch wieder recht. 200.000 Mark sind wirklich Peanuts. Aber wenn die aber was angetan hätte, kann ich jetzt zu ihr? Aber nur kurz, sie wird jetzt für die OP vorbereitet. Danke, Herr Doktor. Okay, dann schreib uns mal deine Adresse und die Telefonnummer auf. Auch die von deinem Ausbildungsbetrieb oder deiner Schule? Ich bin arbeitslos. Und halte dich bitte zur Verfügung. Vielleicht sehen wir uns die Stelle im Wald auch gemeinsam an. Du kannst dann gehen, Tobias. Ich wollte eigentlich noch bleiben. So lange, bis ich weiß, was mit dem Mädchen ist. Ja, bitte.
wenn die Ärzte nichts dagegen haben. Tschüss. Du hast sogar für mich bezahlt? Wahnsinn. Jesse, ich weiß, ich sollte mehr Zeit mit dir verbringen. Und das mache ich auch. Irmgard. Die Bandmann-Werke können auch mal eine Weile ohne mich auskommen. Dann hast du mir schon dutzendmal versprochen. Wir werden dann zurück. Drück dir den Daumen. Na, Kleine? Was möchtest du denn? Sie sind doch der ärztliche Direktor hier. Steht jedenfalls draußen dran. Ja, richtig. Mir ist so langweilig. Darf ich? Bitte. Weil mir bekannt ist, bist du doch erst seit ein paar Stunden hier? Ja, schon, aber ich habe davon gerade ein Notebook gesehen. Mit Modem. Kennst du dich denn damit aus? Ja, ein bisschen. Im Internat darf ich nachmittags immer an den Computer. Ich habe E-Mail-Kontakte in alle Welt. Die muss ich schließlich pflegen. Du hast Brieffreunde. Die machen sich sicher große Sorgen, wenn du nicht antwortest. Ja, warum denn nicht? Also gut, aber nur eine halbe Stunde am Tag. Ich revanchiere mich auch. Nebenher bin ich nämlich Designberaterin. Sie brauchen eine neue Brille. Wieso ich? Ich sehe damit sehr gut. Ich sprach vom Aussehen. So. Kann ich ihn gleich mitnehmen? Ja. Ich will Sie ja nicht weiter bei Ihrer verantwortungsvollen Arbeit stören. $200.000 eigentlich keine sehr hohe Summe. Na, du bist ja gut. Ich wollte nur sagen, Profis können es nicht gewesen sein. Wie kommst denn du darauf? Weil bei einer Million Daddy erst zur Bank hätte rennen müssen und vorher anmelden. Aber 200.000 hat auch nicht jeder zu Hause. Also ich kenne jedenfalls so eine Größenordnung nicht. Ja eben, die müssen doch davon gewusst haben. Der Umweg zur Bank hätte für Verwicklungen gesorgt und Zeit gekostet. Druckereibesitzer Bandmann hätte sich doch schnell selber was drucken können. Maschinchen müssen wir haben. Steckst du immer noch derart tief in der Kleine? Nicht gerade mit 200.000, aber es wäre nur eine Frage der Zeit gewesen. Max, hast du deine Spielsucht wirklich im Griff? Solange mir keiner einen Roulette-Tisch hier im OP aufbaut. Keine Chance. Aber diese 200.000 Mark sind schon irgendwie merkwürdig. Na? Funktioniert der Anschluss? Wunderbar. Hey, das ist ja ein Hammer. Ach, was? Na, Fusionsgerüchte. Die machen ja zurzeit nichts anderes mehr. Aber das gerade die. Da werden die REC-Aktien morgen ganz schön klettern. REC-Aktien? Du solltest lieber mal was essen. Boah, Quark und Toastbrot. Das ist bestimmt eine Diät. Nein, danke. Keine für mich. Da kriege ich ja schon Magenschmerzen vom Hinsehen. Ich weiß, alle Kinder lieben Spaghetti. Spaghetti sind mega out. Sushi. Sushi? Das sind gefüllte japanische Reisröllchen. Mit viel Eiweiß und wenig Cholesterin. Ach, und wussten Sie eigentlich, dass die Japaner Cholesterinprobleme gar nicht kennen? So. Können Sie mir welche besorgen? Japaner. Sushi, Mensch. Als sie mich hier eingeliefert haben, habe ich vorne an der Ecke ein Restaurant gesehen. Ich möchte 6 Stück und Füllung gemischt. Mit einem alten Mann macht man keine Scherze. Mit armen Internatskindern auch nicht. Sie können sich auch 2-3 bestellen. Ich bin da nicht so. Ich danke euch, Leute. War eine prima Arbeit. Wieso denn? Blinder macht doch normalerweise der Pförtner mit der Gartenschere. So,
Wenn Sie bitte umbetten und hoch ins Zimmer, ja? Wie geht es, Jessica? Die Operation ist gut verlaufen. Gott sei Dank. Wo ist sie? Wenn sie aufwacht, wird sie sicherlich gleich weiter schlafen wollen. Lassen Sie sie nicht. Nur einen Blick. Selbstverständlich. Du bist ja auch noch da. Ich bin noch gar nicht dazu gekommen, mich zu bedanken. Das ist doch gar nicht nötig. Bisschen schüchtern, Herr junge Mann. Wie heißen Sie denn? Tobias Lehnert. Trotzdem. Danke, Tobias. Hier. Nehmen Sie. Und rufen Sie mich an. Immerhin haben Sie meine Tochter gerettet. Da sollte schon eine Belohnung drin sein. Nein, danke. Hauptsache, Ihre Tochter wird wieder gesund. Netter Junge. Hat man selten heutzutage. Ja, so viel Mitgefühl ist wirklich die Ausnahme. Ich komme morgen wieder. Sagen Sie, dass ich bei ihr war. War ich ja bald mal. Ich muss noch zur Polizei und in die Firma. Ich habe einen Termin geschmissen, den muss ich jetzt ausbügeln. Der Herr Staatssekretär, das Geschäft frisst einen auf. Na, ist der Appetit wieder da? Quark und Toastbrot, Wahnsinn, echt gut für den Magen. Und was ist das? Ein Spielzeug. Ihr Oberboss war so freundlich. Börsenkurse? Da bin ich aus Versehen reingeraten. Ja, dann kann ich jetzt ausschalten, oder? Ach nee, ich wollte noch einen Brief an meine Eltern schreiben. Das werden sie mir doch wohl nicht verbieten. Ihre Kundschaft wird wach. Jessica. Schon vorbei? Ja, das Beste hast du glatt verschlafen. Wie geht's dir jetzt? Müde. Auf dann schlaf weiter, ich komme morgen früh wieder. Herr Doktor? Ja? Hat die Polizei schon was rausgekriegt? Soweit ich weiß, nein. Gut. Wieso gut? Weil mein Vater doch keine Polizei einschalten sollte. Sag mal, hast du Angst, dass wenn die Verbrecher das rauskriegen, dass sie dir was antun, oder? Nein, hier bin ich ja in Sicherheit. Also wenn du heute Nacht Albträume bekommst, dann rufst du die Schwester. Ich gehe jetzt gleich zu ihr und sage ihr Bescheid, dass sie dann gleich kommen soll. Und schlaf schon. So, Thea, Feierabend. Den Brief kannst du auch morgen zu Ende schreiben. Hey, du bist entführt worden? Ja. Sehr scharf. Und dein Vater heißt Bandmann? Hm. Der Bandmann von den Bandmannwerken? Naja, keine Antwort ist auch eine Antwort. Oh, die Aktie steht momentan auf 31,25 Zählern. Wenn das mit der Entführung morgen in der Zeitung steht, dann sacken die doch alle in den Keller. Ich hätte verkaufen sollen. Wir wohnen in einer Werkstatt. Pass auf, wo du hintrittst. Das ist eine super Begrüßung. Und ist Johanna nach Berlin gefahren? Ja. Ich pack das nicht, diese blöden Therapeuten mit ihrem scheiß Besuchsverbot. Nur Mütter, die dürfen da hin. Es sind ja bald Ferien, da seht ihr euch ja wieder. Also wenn du mich fragst, das Teil da ist hinüber. Das ganze Teil. Alles läuft schief. Komm, Unternehmer, was damit mal Kopf reinbekommen. Mir reicht's so. Hey, du wolltest doch spielen. Ziemlich fertig, Simon. Ja, und nicht richtig bei der Sache. Lass uns was trinken gehen, ne? Ja, okay. Mir geht doch was im Kopf rum. Hallo. Hallo.
Wie würdest du das finden, wenn ich jemanden entführt? Entführt? Mhm. Willst du mich loswerden? Nein, ich meine, wenn du reiche Eltern hättest, dann kämen welche, die wollen Geld dafür, dass sie dich am Leben lassen. Nein, du wärst doch sicherlich scharf darauf, dass die Verbrecher möglichst schnell gefasst werden, oder? Ein Rot, ein Gelb. Okay. Naja, muss nicht sein. Wie muss nicht sein? Na, wenn die mir die Hälfte der Kohle geben? Wie kommst du denn eigentlich drauf? Das war nur so ein Gedanke. Das ist es. Du grübelst zu viel und du isst zu wenig. Na, da muss man ja außer Form kommen. Cheers. Cheers. Was schlägst du als Therapie vor? Junkfood? Für die Kondition? Knabe ist also doch flüssig. War nicht schon letzte Woche Zahltag, Doktorchen? Ihr seid schlimmer als die Aschka, ja. Stimmt. Aber du hast die Schulden. Und das hier sind nur 1000 Mark. Wo ist der Rest? Hört mal, ich habe aufgehört mit der Spielerei. Trotzdem muss ich meine Miete bezahlen. Wie sieht dein Angebot aus? Ich bezahle den Rabatt. Dafür bekommt ihr zuverlässig euer Geld. Wie viel aber? Vier? Zuzüglich Zinsen. Das macht 8000. Sonst unterhält sich das nächste Mal mein Freund mit dir. Industriellentochter entführt und gegen Lösegeld wieder freigelassen. Hier, unsere Klinik wird auch erwähnt. Morgen. 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 Hey, Christian. Was ist mit dir los? Lumbago? Tennis. Ach so. Ich dachte, davon kriegt man einen Tennis an. Geh doch, Klinik, Schwester Hilde, guten Tag. Doktor, bitte. Ja, Moment. Danke. Ritter? Nein, es kommt nicht in Frage. Nein, keine Presse. Die Polizei hat Kontaktsperre angeordnet. Jetzt passen Sie mal auf. Keine Ausnahme, kein Interview, kein Foto. Ebenfalls. Danke. Polizei hat doch gar nichts angeordnet. Aber das Mädchen braucht Ruhe. Kann ich dich einen Augenblick sprechen? Hier, fehlen noch 1000. Deine Konkurrenz hatte die schlagkräftigeren Argumente. Der Rest kommt nächsten Monat. Damit hätte ich jetzt echt nicht mehr gerechnet. Ach, der jugendliche Held. Jessica besuchen. Ja. Ich wollte eh gerade zu ihr. Sie wird sich sicherlich freuen. Du hast ihr ja sozusagen das Leben gerettet. Ach, das war doch ein purer Zufall, dass ich da vorbeigekommen bin. Ja, das ist sicherlich kein Zufall, dass du heute wieder vorbeischaust. Hättest du mir ja beinahe denken können. Wieso? Also erstens hakt man so eine Geschichte nicht so einfach ab. Und zweitens ist Jessica ja ein hübsches Mädchen. War die Polizei noch vorbei? Mhm. Und, hast du denen was Aufschlussreiches mitteilen können? Ach, die wollen nur immer wissen, ob ich nicht doch jemanden gesehen habe. Aber das ist echt eine einsame Gegend da draußen. Da fährst du immer zum Joggen hin. Das wollten die auch wissen, ja. Aber da sind wenigstens keine Abgase. Meinst du nicht, dass du es ein bisschen übertreibst? Wieso, stimmt doch. Mit dem Joggen meine ich. Mir ist gestern schon aufgefallen, dass du ein bisschen blass bist. Das kommt von der Aufregung. Vielleicht mutest du dir ja zu viel zu. Lass dich mal untersuchen. Ich bin einfach ein blasser Typ. Besuch ist da. Tut der Bauch noch weh? Zieht nur noch ein bisschen. Es wäre gar nicht schlecht, wenn du so bald wie möglich aufstehst. Wenn der Kreislauf in Schwung kommt, dann halt die Runde schneller. Ja, ich möchte euch nicht länger stören. Was machst du denn schon wieder hier? Hm?
Na, rebelliert der Magen noch? Ich habe heute kein Frühstück bekommen. Weil du nachher einen Schlauch schlucken musst. Igitt. Das darf ich dann noch gar nicht essen. Ach, für später. Bei mir zu Hause ist es nicht mehr sicher. Wenn das meine Schwester findet, dann futtert sie alles weg. Legst da rein, da rein. Wie lange brauchst du denn für den Brief nur? Wollen Sie mal lesen? Das ist doch Postgeheimnis. Was machen deine Eltern eigentlich in Burma? Mein Papa ist bei der Handelsvertretung und meine Mutter repräsentiert. Mhm. Und warum haben sie dich nicht mitgenommen? Ich bin nicht tropentauglich. Außerdem hätten die da auch keine Zeit für mich. Tag, Herr Doktor. Na, ihr zwei? Du kannst dich wohl gar nicht mehr von meiner Tochter trennen, hm? Naja, ich wollte auch gerade schon gehen. Gute Besserung. Wiedersehen. Also die Schwester kommt jetzt und holt dich und es tut garantiert nicht weh. Das sagen Sie doch immer. Versprochen. Na, mein Spatz. Hm? Na, du siehst ja schon wieder ganz munter aus. Kein Wunder, wenn man so einen netten Besuch kriegt. Seit wann findest du andere Leute nett? Ich wollte ihm eine Belohnung geben, aber er hat abgelehnt. Vielleicht kann ich ihm ja sonst irgendwie eine Freude machen. Geht er noch zur Schule? Er ist aus der Lehre geflogen. Aha. Naja, ist eben nicht alles Gold, was glänzt. Tobias, was ist los mit dir? Ich habe mich nur ein bisschen erfrischt. Halt mal still. Mit dir stimmt doch was nicht. Du und das Mädchen, ihr kennt euch doch schon länger. Wie kommen Sie denn darauf? Du musst mir doch nichts vormachen. Du hast sie doch nicht zufällig im Wald gefunden. Ach, lassen Sie mich zufrieden. Und Fieber hast du auch? Ich nehme dich jetzt mit zur Untersuchung. Nein! Tobias, du bist krank. Was ihr beiden da möglicherweise angestellt habt, ist momentan völlig egal. Na hallo, wen haben wir denn da? Er hat Blumen gekauft. Der Geldschein war markiert. Er stammt aus dem Lösegeld. Was haben Sie mit ihm vor? Stehen bleiben! Wir werden verschwinden, halt ihn auf!
Scheiße, die Arterie. Tut mir hier drauf. Okay, pass auf. Bleib jetzt ganz ruhig liegen. Es bleibt ganz ruhig. Sie sind vorläufig verhaftet. Mensch, holen Sie lieber eine Trage. Der Junge verblutet uns sonst. Ja, okay, okay. Wir wissen übrigens jetzt, wer einer der Entführer ist. Wer? Einer meiner Angestellten. Es ist der Retter ihrer Tochter. Dieses Schwein. Wie kommst du dazu, du? Herr Backmann, der Junge muss jetzt operiert werden. Er ist erpresst, mich kassiert mein Geld. Jetzt verlieren Sie nicht die Nerven. Dem hätte ich vor lauter Dankbarkeit meine Lehrstelle in meiner Firma verschaffen. Eine Lehrstelle, sagen Sie? Kann man schon mal was Gutes tun, ne? Er hatte doch bereits eine Lehrstelle bei Ihnen. Was? Ja, unsere Ermittlungen haben ergeben, dass er aus Ihrer Firma geflogen ist. Ja. Da hatte ich ja das richtige Spür. Da haben wir jetzt das Motiv. Jetzt, Früchtchen. Rache. Und jetzt wollte er sich auch nochmal. Mit Fonks musst du vorsichtig sein. Da sitzt so ein Ehrgeizling und probiert, Maximalprofit abzuschöpfen. Du musst dir das Portfolio ganz genau ansehen. Sag mal, hörst du mir überhaupt zu? Ja, klar. Also, das ist die Zusammensetzung des Fonds zwischen den einzelnen Marktsegmenten, so wie Sie es proportioniert haben. Du hast es gewusst. Wer sagt das? Ich weiß von gar nichts. Nicht du, die Kleine. Was du gestern über die REC-Aktien gesagt hast, stimmt haargenau. Ja, natürlich stimmt's. Ich glaube an dich. Welche Aktien muss ich kaufen und wie? Tja, Ihr Oberscheich hat sich seinen Laptop leider wiedergeholt. Helfen Sie mir mal in den Mantel. Aber selbstverständlich. So, bitte. Absaugen, ich sehe fast gar nichts mehr. Der Junge hat sehr viel Blut verloren. Wir warten noch auf Blutkonserven. Einer ist schon durch. Wie macht er sich sonst? Leicht instabil. Laborwerte. Danke. HB von 5 und eine massive Leukozytose. Mit pathologischer Linksverschiebung? Was ist denn los? Der Blutdruck fällt. Der ist die Konserve noch nicht drin. Bloß kein Herzstillstand jetzt. Ich fass es nicht. Wie konnte das passieren? Wie konnte das passieren in meiner Firma, in den Bandmannwerken? Wie konnte so etwas passieren? Das muss man sich mal vorstellen. Da arbeitet er bei mir, spioniert aus, wo ich wohne, dass ein Picasso an meiner Wand hängt und weiß sogar, wie viel Geld in meinem Schreibtisch ist. Wenn die Polizei die Bande nicht hinter Schloss und Riegel bringt, mache ich in der Firma Razzia. Wenn ich den Bengel zwischen die Finger kriege, dir sowas anzutun. Ist doch alles schon schlimm genug. Ich weiß, Spatz, ich sollte dich nicht aufregen, aber da siehst du mal, wie die Menschen sind. Der Bengel ist kaum erwachsen und schon ein Verbrecher. Die schlimmsten Verbrecher kommen noch nie hinter Gitter, weil sie sich immer irgendwie rauswinden. Wie geht's ihm? Das ist doch egal. Ich an Ihrer Stelle hätte mir nicht so viel Mühe gegeben. Herr Bandmann, könnte ich Ihre Tochter bitte mal unter vier Augen sprechen? Ja, von mir aus. Sie sind der Arzt. Er hat die Operation gut überstanden, aber er ist sehr krank. Ich weiß. Ich muss Ihnen was sagen. Ja? Das war gar keine echte Entführung. Deshalb wollte ich mit dir reden. Tobias hat in der Firma meines Vaters eine Lehre gemacht. Aber sie haben ihn rausgeschmissen, weil er so oft gefehlt hat. Wegen seiner Krankheit. Dabei hat er sie die sicher in der Firma meines Vaters geholt. Irgendwas mit Lösungsmitteln. Das wurde aber nicht anerkannt.
Ach, und deshalb wollte er als Entschädigung die 200.000 Mark. Das war meine Idee. Ich habe mir das mit der Entführung und dem Lösegeld ausgedacht. Wo habt ihr euch denn kennengelernt? Im Fechtclub, er war richtig gut. Bis ihm das passiert ist. Warum hast du nicht mit deinem Vater darüber geredet? Hab ich ja. Ich habe ihn gefragt, ob es in solchen Fällen keine Entschädigung gibt. Aber er sagt, dafür hat er seine Anwälte. Und wenn er sich darauf einlassen würde, dann wäre er schon pleite. Sowas wie Gerechtigkeit kennt er doch gar nicht. Bloß immer Geld, Geld, Geld. Ich kann deine Wut absolut verstehen. Du kannst aber eine Ungerechtigkeit nicht durch eine andere ausgleichen. Wieso denn nicht? Das sind doch nur Peanuts. Das tut doch meinem Vater nicht weh. Das Geld tut ihm sicherlich weniger weh, als das Gefühl von seiner eigenen Tochter erpresst zu werden. Aber sag mal, hat sich das wirklich alles gelohnt? Tobias, der gehört ins Krankenhaus und nicht ins Gefängnis. Das wollte ich ja auch nicht. Kann man es nicht noch verhindern? Bitte? Ich sehe mal noch. Und RIC kaufen. Klar. Was? Erstmal 100. Und die eine Automobilaktie für meinen Kleinaktionär nicht vergessen. Wie sieht's mit den Bandmannwerken aus? Wusste ich doch, dass die nach unten geht. Nein, noch nicht verkaufen, halten. Und wie ist der Tageskurs der Schweizer Immobilienwerte? Was soll das? Wissen Sie, was mich das jetzt kostet? Ein Abmarsch ins Bett. Ich wollte mir doch eigentlich nur noch mal Ihren Laptop leihen. Und Frau Hase hat mich netterweise in ihr Büro gelassen. Trotzdem erklärst du mir, was du damit willst und zweitens, was du hier treibst. Also nach Brieffreundschaft hat sich das eben nicht angehört. Ich muss da was für meine Zukunft tun. So. Und was tust du für deine Zukunft? Na, die ersten 1.000 Mark habe ich in einer Tombola gewonnen und seitdem mache ich in Aktien. Ja, ihr Kinder habt eine so blühende Fantasie. Und Sie haben eine schöne Brille. Ja, das stimmt. Das war ein guter Tipp von dir, dieses Shopping mit dem Computer. Ein Tag und schon war sie geliefert. Passt sogar. Und steht Ihnen. Ich sag doch, Internet. Sehen Sie? Dem hätten Sie sich sparen können. Du weißt also, was für eine Krankheit du hast. Leukämie. Da ist nichts mehr zu machen. 2 Jahre noch maximal. Du bekommst jetzt eine Transfusion. Nein. Können Sie denn nicht jemanden geben, den Sie noch retten können? Nein, so schnell geben wir nicht auf. Und ich möchte, dass die Geschichte noch jemand anderes erfährt. Und dass du nicht als Verbrecher in die Geschichte eingehst. Und es gibt jemanden, der dir dabei helfen will. Money makes the world go around, the world go around, the world go around. Money makes the world go around. Tatilla. Schlauch geschluckt habe ich schon. Ich soll dir vom Doc ausrichten, dass unser Labor rausgefunden hat, welcher Übeltäter deinem Bauch so zusetzt. Quark und kalter Toast nehme ich an. Du hast ein ziemlich übles kleines Tierchen in deinem Magen. Wah, hört sich ja eklig an. Es heißt Heliobacter pylorus. Eine Bakterie? Mhm. Kann man die killen? Mit einer Medizinbombe. Antibiotika, schätze ich mal. Na, dann kann ich ja gehen. Nicht sofort, aber bald. Okay, aber ich mache jetzt Büroschluss. Tila, meine Aktie ist gefallen. Nur nicht nervös werden, sonst kriegen Sie am Ende noch ein Magengeschwür. Morgen ist sie wieder oben. Okay. Sag mal, du vergibst Börsentipps? Ja, unter anderem. Aha. Wollen Sie auch? Nee, lass mal. Mit meinem Stammkapital, da sieht's momentan ein bisschen dünn aus. Herr Bandmann, der Junge muss sterben, weil er bei Ihnen in der Fabrik giftige Dämpfe eingeatmet hat. Und Ihre Tochter wollte, dass ich mit dem Geld noch was Schönes leiste. Eine Weltreise, ein Auto. Deshalb tut sie mir sowas an. Ich bin vor Angst was vergangen, damit der Bengel sich amüsieren gehen kann. Ich würde mir jetzt genau überlegen, ob Sie das auch Ihrer Tochter erzählen. Ich habe den Eindruck, dass Sie nicht nur Ihr Geld, sondern im kurzen oder lang auch Ihre Tochter verlieren werden. Papst? Ich wollte was wiedergeben.
fehlen 100 Mark. Das war meine Idee. Wenn du willst, kannst du mich ja verhaften lassen. Jesse! Tobias, ich weiß, mit Geld kann man nicht alles gut machen, aber es tut mir leid. Ich möchte dich um Verzeihung bitten. Die Anzeige ziehe ich zurück, du wirst nichts mehr mit der Polizei zu tun haben. Vielleicht, Mädchen wird gleich eingeliefert. Ist gut. Da wolltest du dich abseilen. Dir tut der Magen weh. Ja, immer schlimmer. Dann hat deine Mutter genau das Richtige gemacht und den Notarzt gerufen. Das ist nicht meine Mutter. Das ist meine Erzieherin aus dem Internat. Naja, dann hat die das richtig gemacht. Was hast du denn gegessen? Naja, also das Essen im Internat entspricht in einigen Punkten nicht ganz den EU-Richtlinien für menschenwürdige Kost. Oh, ich hätte Flüchtling werden sollen. Jetzt machen wir erstmal ein paar Untersuchungen und dann sehen wir, was dir fehlt. Wir geben Ihnen Bescheid. Wir sehen uns Montag. Also irgendwie bist du komisch. Ist was nicht in Ordnung? Weiß auch nicht, mir ist schon den ganzen Tag so ein komischer Typ verfolgt. Soll ich dich lieber nach Hause bringen? Ich bitte wahrscheinlich nur ein. Ich bin doch nicht der Wohltäter der Menschheit. Denn das Auftrag. Sehr gute Aktion. Hast du mich unter Puppe gequält, hä? Erraten. Heute wollte ich mal gewinnen. Ja, das hat sich aber gelohnt, oder? Blaue Flecken werde ich kriegen. Was denn? Hat so wehgetan? Nee, weiß auch nicht. Bauchschmerzen? Schon wieder vorbei. Hey, das war Touché. Was nicht? Das hätte ich doch gemerkt. Dann machen wir lieber Schluss für heute. Hey, was ist da los?
fünf Tagen ins Meister. Was doch? Ihr wollt es doch qualifizieren. Ja, getroffen, ich hab's doch gesehen, du weißt es auch. Was geht dich das denn an? Sollen wir dieses auch immer die gleiche Masche, hä? Huh? Stritt's nur gegen vier Jüngere an, weil du glaubst, dass du gewinnst. Und wenn du doch verlierst, dann schüttest du deinen körperlich schwächeren Gegner ein und machst ihn mundtot. Du bist so scheiße. Guck doch weg. Lass uns in Ruhe trainieren. Nein, guck weiter zu. Es war jetzt schon das dritte Mal, dass er es nicht zugibt. Hey, 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 du spinnst wohl. Hör auf damit. Hey, ihr drei. Was ist da los? Tim hat eindeutig gewonnen und Ronald gibt's nicht zu. Vergiss es, die Kleine hat einen schlechten Tag. Oder mehrere. Das können wir ja leicht überprüfen. Aber diese Runde bin ich mit dabei. Mensch, warum hängst du dich doch immer so rein? Fertig, los! In drei Tagen ist Meisterschaft. Wenn alle so denken würden, würden nur solche Arschlöcher wie Ronald zum Zug kommen. Ohne mich. Halt! Was haben wir diese Woche? Zwei Nebenoperationen, ein Leistung. Herr Luder, könnte ich ja glatt mit übers Wochenende nach Berlin kommen. Ja. Du, ich freue mich wirklich, Tonja zu sehen. Also ich hätte eigentlich jetzt einen Begeisterungssturm erwartet, aber das finde ich jetzt irgendwie. Ich weiß doch, dass das dein gemeinsames Wochenende mit Tonja ist. Es kommt doch irgendwann unser Wochenende. Bestimmt. Wenn das Auftragsvolumen zurückgeht, müssen wir uns eben von Mitarbeitern trennen. Das war's. Aber so einfach geht das nicht. Kommen Sie mir nicht mit Härtefällen. Es gibt noch einen Tarifvertrag. Tarifvertrag? Sie sind Jurist. Wozu habe ich Sie eingestellt? Bitte sehr, ich kann den Siebdruck auch ganz dicht machen. Da gibt es billigere Lösungen. Sie haben zwei Tage Zeit. Haben wir es verstanden? Jawohl. Wann ist der Termin mit dem Staatssekretär? Um eins. Das ist der einzig wichtige Termin heute. Alles andere absagen. Okay. Bandmann. Wir haben Ihre Tochter. Moment. Ja? Fahren Sie zu Ihrem Haus am Rhein und bringen Sie 200.000 Mark mit. Dann gehen Sie runter ans Ufer zum Bootssteg. Sagen Sie mal, ticken Sie noch richtig? Ich habe keine Zeit für Scherze. Wir machen keine Scherze. Wir haben noch weniger Zeit als Sie. Wir geben Ihnen eine Stunde. Keine Polizei und keine Tricks. Ich habe Sie voll im Visier. Ein falscher Handgriff und der Picasso hinter Ihnen. Keine Marke mehr. Ja. Stellen Sie sich das vor. So viel Bargeld. Das habe ich nicht im Haus. Ich müsste erst zur Bank. Sehen Sie in Ihrem Schreibtisch nach. Oder Tempo. Moment, Moment. Ich will meine Tochter sprechen. Sofort. Wenn Sie mit dem Geld am Rheinufer sind, bekommen Sie ein Lebenszeichen. Nein, sofort. Wenn Sie meiner Tochter etwas antun, dann... Wie alt bist du? 10, warum? Weil du für sowas eigentlich noch viel zu jung bist. Wieso? Was habe ich denn? Alzheimer? Nee, gar nicht.